Hi, heute mal, Leine, heute mal ein ganz anderes Video. Fido und ich machen eine kleine spontane Wanderung. Wird wohl so ablaufen, dass das Ganze so in Richtung Vlog geht. Insofern, ich nehme euch mit. Wir sind jetzt erst gestartet. Ihr seht da hinten noch die Weinberge, die ihr ja auch von unserem Grundstück aus kennt, von den anderen Videos. Und ich halte euch immer wieder mal auf dem Laufenden, wie weit wir jetzt gekommen sind. Hey. Auf. Also Fido ist ein wahnsinniger Tollpatsch. Der fällt auch mal gerne hin. Der steht manchmal gerne plötzlich im Wohnzimmerfenster auf der Fensterbank. Wenn wir dann beim Essen in der Küche sind, dann hören wir es plötzlich rumpeln und dann fällt er von der Fensterbank runter. Also das ist wirklich ein bisschen ein Chaot. Wenn der langsam läuft und sich nicht konzentriert, ist er wirklich sehr tollpatschig. Ich glaube, Fido ist nur gut unter Höchstgeschwindigkeit. So frei nach dem Motto, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Gerade im Moment hat meine Uhr angesagt, dass wir Kilometer 2 geschafft haben. Wir haben hier laufen einen Schnitt von 12 Minuten 8 Sekunden pro Kilometer. Das ist relativ zügig. Bin mal gespannt, ob ich das Tempo so beibehalten kann. Wird jetzt gleich ein bisschen bergiger. Wir haben jetzt dann da vorne einen Hügel vor uns. Dann geht es runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Das Ganze zieht sich jetzt so über nochmal 2 Kilometer. Fido ist total außer Rand und Band, ne? Der riecht die ganzen Feldhasen und die Rehe, alles was jetzt gerade Brunst hat. Noch dazu frisst er die jungen Triebe von den Getreidefrisseren halt an. Ja, soweit alles gut. Ja, läuft so, würde ich sagen. Boah, da kommen nämlich jetzt gleich Radfahrer an. Sitzen, hey. Und da wollen wir natürlich, dass der Fido nicht in der Gegend rumspringt. Er tut mir leid, ne? Aber die Radfahrer, bin ja eigentlich selber auch ein Mountainbiker, bin die ganze Zeit lang auch selber gefahren. Aber wenn ich gesehen habe, dass an Straßenrand jemand mit seinem Hund sich an die Seite hinstellt, damit der Hund mir nicht ins Rad springt, ne? Sodass der Radfahrer da Sicherheit hat, klar, auch der Hund. Aber ich habe mich dann bei den Leuten bedankt, ne? Die ganze Gesellschaft, das ist doch alles für den Arsch mittlerweile. Können wir jetzt schon wieder aufregen, obwohl ich eigentlich so gute Laune habe. Okay, das lassen wir mal. Meine Uhr hat nämlich gerade im Moment gesagt, Kilometer 4 ist geschafft. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 11,17. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich vorhin gesagt habe. Aber ich habe eine insgesamte Durchschnittsgeschwindigkeit von 11,27. Bin ich da jetzt schneller geworden als vorher? Könnte ich in der Post-Production mal nachschauen, aber nein, ist mir egal. 4 Kilometer sind geschafft, bei der nächsten Bank machen wir eine kurze Rast. Finde ich super, dass die Förster hier diese Initiative gemacht haben, damit man mit seinen Hunden bis zum Ende der der Tragezeit und wo die Jungen dann mehr oder weniger so ein bisschen Flügge werden, mit seinen Tieren, mit seinen Haustieren, mit seinen Hunden hier mal ein bisschen Anstand an den Tag legen soll. Also sind ja so freilich. Natürlich ist es so, dass es wunderschön ist, wenn man einen Hund hat, den man da so laufen lassen kann, ohne Leine. Aber schaut euch unseren an. Also ich kann sagen, unserer, der hört sehr gut. Wir haben den trotzdem immer an der Leine. Weil wir ganz genau wissen, wir haben einen Jagdhund-Mix, wenn wir den nicht an der Leine hätten. Und er würde eine Fährte bekommen. Fido, hier hoch, komm auf. Ja, super. Dann würde der da auf jeden Fall hinterher machen. So, da kann der so gut erzogen sein, wie er will.
wenn der Jagdtrieb durchkommt, dann stehst du da wie Schelle unter und kannst deinen blöden Hund zuglotzen, wie er dir davonrennt. Ne? Kannst da hinterherlaufen. Auf jeden Fall, bei uns in der Gegend, krasser Fall gewesen, eine Frau filmt ihren Hund dabei, wie der ein Reh zusammenbeißt und findet es total cool. Dann wird sie von Leuten angesprochen, die da zufällig dazukommen. Erst dann hat sie ihren Hund zurückgeholt. Wie es der Zufall will, kam der Jagdpächter noch dazu. Das Reh war dann mittlerweile schon schwer verletzt und er musste das dann den Gnadenschuss geben. War zum Glück ein sogenanntes Schmalwild oder Schmalreh. Das heißt, ein ein- oder zweijähriges ohne Mutter, ohne eigenes Kind. Somit der Schaden hat sich in Anführungszeichen in Grenzen gehalten. Aber ich meine ganz ehrlich, diese Frau, wie super blöd kann man sein, dass man es geil findet, wenn der eigene Hund ein Reh zusammenbeißt. Also es gibt Leute, die sind wirklich so saumäßig beschränkt. Ich verstehe das nicht. Seid doch einfach mal gewillt, an eurem Tellerrand vorbeizudenken. Ah ja, was ich selbstverständlich noch sagen wollte, gegen die Frau ist Anzeige erstattet worden von dem Jagdpächter. Ich glaube sogar in 3 Punkten. Einmal mit Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, einmal Verstoß gegen das Jagdschutzgesetz oder das Jagdgesetz und noch etwas, allgemeine Blödheit oder so. Bleib. Erste kleine Pause. Fido und ich trinken was. Ja, hier. Es wird gut, gell? Mehr. Hey, schau mal, hier sitzen. Männchen. Ja. Ah, super Kerl. Was haben wir denn jetzt auf dem Tacho stehen? Wir haben jetzt 4,7 Kilometer. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Soll ich eine Pause jetzt klicken? Ah, nee, komm. Ist doch wurscht. Es ist echt warm. Uhr sagt 15 Grad, kann ich mir gar nicht vorstellen. Lufttemperatur, glaube ich das. Denn das ist frisch, aber in der Sonne ist es echt brutal. Sind auch beide eingecremt, auch der Fido ist eingecremt. Der hat nämlich oben auf der Nase, hat er so eine blasse Stelle. Und damit er da keinen Sonnenbrand bekommt, der auch eingecremt. Sowas finde ich halt mega geil. Könnt ihr das hören? Wie hier die Bienen schwärmen. Total cool. Oh, ist der jetzt gestochen worden von einer? Das ist ein Quatschkopf, ne? Ich glaube ja. Oh, ich glaube ja. Kilometer 7 Tempo, 10 Minuten und 31 Sekunden. Ihr habt es gerade gehört, Kilometer 7 Tempo, 10 Minuten und 31 Sekunden. Wir sind immer noch unterwegs. Oh, gerade war so ein bisschen so ein schattiges Stück, da war es tatsächlich fast ein bisschen kalt. Wie gesagt, Luft ist kalt. Aber ansonsten ist es echt mega geil zu laufen. Ich bin total begeistert. Das ist der erste größere Trip für mich dieses Jahr. Meine Frau und ich, wir wandern schon recht häufig. Wir machen auch Wanderurlaube. Machen da dann auch. Hey, komm. Fido, auf geht's. Ah, jetzt muss er erst nochmal pinkeln. Auf geht's, ja komm. Wir machen echt öfters große Trips. Aber ich habe nichts an Konditionen eingebüßt, obwohl ich mich über Weihnachten schön rausgefressen habe. Ne? Kilometer 8,4. Wir machen wieder eine kleine Pause.
Ich will jetzt noch weiterlaufen, da auf jeden Fall in die nächste Ortschaft. Da haben wir hier jetzt ein kleines Bänkchen. Ja, selbstverständlich schifft der Fido wieder dagegen. Hey, Fido, hier. Hier sitzen. 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 Ja, selbstverständlich muss der hier wieder den Dicken markieren. Aber ich brauche jetzt echt erstmal einen Schluck. Und ich glaube, der Fido auch. Ja. Immer noch auf den Beinen. Ich muss mich gerade mal wieder um die Leine drehen. Und diese Biogasanlage hier, boah, die verströmt ein wirklich vorzügliches Odor. Alter, als ich das letzte Mal hier entlang kam, hatten die nur eine Kuppel. Jetzt haben sie zwei. Dieses Gelände wird videoüberwacht und die Scheiße da drin wiegt 1525 Kilo. Wie ihr es auf dem Schild lesen könnt. Keine Ahnung. Wir müssen hier entlang. Hey, Fido. Langsam, da ist ein Graben. Ja, jetzt läuft er auf der falschen Seite. Ne? Ja, ja. Fido. Die Bikers. Aber... dem Fido ist das egal. Und eine hinterher mit dem E-Bike. Die E-Bikes sind sowieso die allerschlimmsten, ey. Die kommen auch bergauf so schnell hinter dir angerast. Das ist halt scheiße mit der Leine. Und die Biker nehmen halt echt überhaupt keine Rücksicht. Ne? Ich nehme den Hund immer an die Seite, aber wenn die halt so schnell ankommen, auch nicht klingeln und nicht auf sich aufmerksam machen und dann schon da sind, wenn du sie erst hörst, ja, tut mir leid, ne? Begegnungen mit anderen Hunden hatten wir heute tatsächlich nur zwei. Da war ein Hundehalter super, hat den Hund an der Leine gehabt, so wie sich das zurzeit gehört. Der andere Hundehalter hat den Hund natürlich wieder frei laufen lassen. Ich meine, unser Hund, da gibt es wirklich nur in dem ganzen Umkreis, wo wir die Hunde kennen, eine Handvoll, wo er sich nicht mit denen verträgt. Allerdings, ja, das sind ein oder zwei Hunde. Allerdings bei denen ist er ordentlich auf Krawall gebürstet. Deswegen, man kann, und es ist bei jedem Hundehalter so, man kann sich einfach nicht zu 100% sicher sein. Deswegen nehmt euren Hund lieber an die Leine, wenn ihr seht, da kommt ein anderer Hund. Von da oben sind wir gekommen. Und jetzt sind wir hier unten. Es ist immer noch windig. Tut mir leid. Damit müsst ihr leben. Unser Schnitt ist jetzt im Moment mit den Pausen, denn ich habe keine Pause gedrückt, um den Track irgendwie da hier, also besser gesagt die Laptime für den gelaufenen Kilometer irgendwie so zurückzusetzen oder zu stoppen, sodass sie nur Zeit aufzeichnet oder nur aufzeichnet, wenn ich im Gang bin. Deswegen haben wir zurzeit 12 Minuten 31 pro Kilometer. Normalerweise laufe ich hier 8 oder 9 Minuten pro Kilometer. Ich bin ja viel schneller, ja. Ohne Hund mag das sein, aber der hält ja überall und schnüffelt und pinkelt und kackt. Na gut, kacken macht er nur meistens einmal, zweimal. Aber gepinkelt wird er überall. Ne? Ist halt so, wenn du Hund bist, dann musst du alles vollschiffen. Ja, mittlerweile, Update. 11,5 Kilometer.
11,5 Kilometer und wir sind jetzt gerade am Einlaufen in die Ortschaft, wo wir uns abholen lassen. Zurück glaube ich nicht. Fido, komm da raus, auf, hopp. Irgendwas wieder im Gebüsch, was er total gut riecht oder was man fressen könnte. Fido, auf geht's. Die Natur hier bei uns im Frankenland, die ist so schön und vielfältig. Jetzt gerade meint man, ich bin im Schwarzwald. Nein, es ist nur ein kleines Tannenstück. So ein klein bisschen durch ein bisschen zugewuchert. Da geht es jetzt gerade halt entlang. Richtig Wald hat man gerade gar nicht auf der Tour heute. Das hat es aber hier auch zu bieten, denn wir wohnen direkt am Rand vom Spessart. Eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands. Mega geil dort, hab dort lange Zeit auch direkt im Spessart gearbeitet. Ziemliches Gegurke da rein, aber es ist wirklich wunderschön dort. Oh, das sind jetzt Hühner. Weiß man gar nicht, wie er reagiert. Ne? Nehmen den lieber mal an die Leine. Wir lassen mal gucken. Na? Tut sich hier was? Oder hast du da Respekt davor? Guido. Magst du Huhn? Gerade fast ein bisschen desinteressiert. Desinteresse. Na komm, auf. Dann geht's weiter. Oh, das sind ja auch. Oh, sind das Schwäne? Ja, ist ja Wahnsinn. Schaut euch das an. Voll der Zoo hier. Der Hund. Überhaupt kein Interesse. Aber die denken, die kriegen Futter, die kommen hier an. Ah, schaut mal hier, da sind Leisten rein betoniert, damit der Fuchs nicht reingeht, reingegraben, damit der Fuchs nicht sich durchgräbt. Krass. Ah, jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier in die Ortschaft reinkomme. Ich glaube, ich bin zu früh abgebogen. Ich hätte noch weiter gemusst. Ging das da überhaupt weiter? Wer weiß. Hier vorne ist jetzt der Dorfplatz, an dem ich mich abholen lasse. Ich hoffe, das Video war ganz anderer Art. Hat euch auch gefallen, lasst mir einen Daumen da, ein Abo und ein Like. Schaut bei mir auf dem Shop vorbei und schaut euch mal in meine anderen Videos rein. Bis bald, euer Raffermann. Ciao.